uns hier einen Redebeitrag. Für die Fördervereine gibt es die Möglichkeit, Statements von bis zu 10 Minuten abzugeben. Und im Rahmen der Bürgerversammlung ist uns genauso wie die Fragen, die später gestellt werden, weil die Anregungen, die Sie hier geben, in die Meinungsbildung der Politik einfließen werden und sollen. Und das ist ja auch der Hintergrund der Bürgerversammlung. Frau Maat. Hinter mir stehen 708 Mitglieder, die ich heute Abend vertrete. Warum sage ich das? Weil wir ein bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement haben und das seit 1995. Und ich sage zu Beginn auch sehr deutlich, wir werden es in keiner Weise akzeptieren. Und wir würden es überhaupt nicht hinnehmen, wenn es heißt, dass nur ein Bad saniert wird. Warum hat sich der Förderverein Schwimmbad Karlshausen 1995 gegründet? Was war die Ursache? Die Ursache war ganz einfach, dass das Schwimmbad geschlossen werden sollte. Und so haben wir uns zusammengetan, haben Unterschriften gesammelt, die wir damals dem Herrn Bremer vorgelegt haben, und haben gesagt, wir wollen das Freibad Karlshausen erreichen. Und so hat sich der Freibad, der Förderverein, identifiziert und hat gesagt, wir tun etwas. Das Freibad ist in 1934, 35, von den Bürgern von Harleshausen, als es damals noch ein selbstständiges Dorf war, gebaut worden. Eigenständig die Baugrube ausgehoben, mit Steinplatten die Grundsohle gemacht, die vier Seiten mit Backsteinen hochgemauert, verputzt, und wir haben ja die Kalköfen in den Wäldern von Harleshausen, und dann ist es betoniert worden. Am 01.01.1936 ist Harleshausen eingemeindet worden. In § 9 Absatz 2 des Eingemeindungsvertrages steht drin, dass das Freibad Harleshausen in den Besitz der Stadt Kassel übergeht. Und seit dieser Zeit kämpfen wir Jahr für Jahr um den Erhalt des Freibades Harleshausen. Und wir haben es geschafft. Und an dieser Stelle sage ich auch ganz deutlich, dieses Lob gehört auch der Bäderabteilung mit dem gesamten Team und an erster Stelle dem Leiter der Bäderabteilung, Jens Herbst. Ein Freibad, das 77 Jahre alt ist, bedarf der Renovierung, der Sanierung. So haben wir in einem bürgerschaftlichen Engagement, und das betone ich sehr deutlich, weil es beispielhaft ist, von 1995 bis 2012 112.000 Euro in das Freibad Karlshausen investiert. Ohne die Spenden, die Gelder von Sponsoren und sonstige Zulagen. Sonst wäre das Freibad Karlshausen schon längst nicht mehr da. Aber jetzt sind wir an dem Zeitpunkt angekommen und ich komme zurück auf den 2. Mai, ebenfalls die Ausschusssitzung für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen. Da ist das Gutachten für Harleshausen vorgestellt worden. Ich war anwesend, habe mir Notizen gemacht und habe anschließend den Herrn Ludwig Bauer von der KVC und habe den Herrn Mann von der Firma Constrata angerufen und habe meine Fragen vorgetragen und sie haben mir eingehend geantwortet.
Mit diesem Ergebnis und dem Gutachten bin ich am 14. Mai 2012 in die Vorstandssitzung von Förderverein Schönbach-Karlshausen gegangen und habe meinen Freunden das Konzept vorgetragen. Wir haben eingehend diskutiert und wir sind übereinstimmend mit dem Ergebnis gekommen. Wir, Förderverein Schönbach-Karlshausen, und da ziehe ich auch die Mitglieder mit ein, bekennen uns zu einem Neubau, nämlich der Variante 2. Und wir sind auch bereit, Abstriche zu machen. Wir lösen uns von den jetzigen Becken und wir sagen, aufgrund der Kostenentwicklung, wir wollen ein kleineres Becken haben, wir wollen ein reines, oder wir wünschen ein reines Schwimmerbecken, ein reines Nichtschwimmerbecken, ein Planschbecken und die Spielgeräte, die der Förderverein in den vergangenen Jahrzehnten installiert hat, möchten wir wieder machen. Die Variante 2 ist eine zeitgerechte Ausstattung für eine zukunftsorientierte und funktionale Maßnahme, nicht nur heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern wir schauen über den Tellerrand hinaus und wir schauen in die Zukunft. Denn warum machen wir denn das eigentlich? Warum setzen wir uns so ein für den Erhalt der Freibäder? Wir tun das für unsere Kinder. Einige Kinder sind heute hier. Das ist unsere Zukunft. Und für diese Zukunft müssen wir in dieser Gesellschaft aktiv werden. Vielen herzlichen Dank für das Zuschauen.